VfB Stuttgart schafft seinen zweiten Saisonsieg, schlägt Hoffenheim mit 3:1, weil er torgefährliche Abwehrspieler hat und weil er vorm Tor einfach präziser war. Also ich habe mir selber irgendwo Druck gemacht. Ich wollte unbedingt immer das Tor schießen. Aber heute ist es eigentlich geklappt und ich habe jetzt mehr dieses Gefühl, mehr frei zu sein. Ich glaube, jetzt kann noch mehr passieren, mehr kommen und ich bin bereit. Jeder, der einen Fehler gemacht hat, wurde direkt unterstützt von denen, der auf dem Platz war. Jeder hat sich reingeschmissen, um das wieder auszubügeln. Und ich glaube, das war heute die Grundlage für den Erfolg. Ja, man sieht in der zweiten Halbzeit, wie einfach es dann doch war, gegen uns ein Tor zu schießen. Und das macht es schwer, in der Bundesliga zu bestehen. Deswegen sollte es zu denken geben. Und so sind heute die jungen Stuttgarter Sieger im Baden-Württemberg-Derby. Drei wichtige Punkte für eine deutlich angenehmere Länderspielpause. Und dann muss er erst gegen seinen Ex-Club spielen, der Pellegrino Materazzo, damit es wieder läuft für die Stuttgarter. Der erste Sieg seit dem ersten Spieltag ist schon beachtlich.